In den 90er Jahren gehörte sie zur Supermodel-Riege und wurde wegen ihrer Hammerfigur Nudibody genannt. Mit inzwischen 58 Jahren hat Elle McPherson von ihrer Modelschönheit nichts eingebüßt. Und ein paar ihrer tollen Gene hat die gebürtige Australierin ganz offensichtlich weiter vererbt, wie sie jetzt bei der Dior Cruise Fashion Show im spanischen Sevilla gezeigt hat. Sei Stall seiner schönen Mama fast die Fashion Show. Maria Grazia Chiuri, Creative Director des französischen Modehauses, zeigte ihre neuesten Entwürfe vor spektakulärer Kulisse am Plaza de España. Unter den vielen prominenten Gästen war auch Elle McPherson, die inzwischen als Moderatorin arbeitet. Als Begleitung mit dabei, ihr 19-jähriger Sohn Aurelius Sai Andrea Burson. Und obwohl sich natürlich alle Blicke auf die zeitlos schöne Mama richteten, war nicht zu übersehen, dass der Sohnemann mit seinen blonden Haaren und strahlend blauen ebenfalls bildhübsch ist. Das überrascht es nicht, dass Sai, wie er genannt wird, inzwischen in die Fußstapfen seiner Modelmama getreten ist. Wäre ja auch schade um all die guten Gene gewesen, die Ella an ihn vererbt hat. CSP